Dear passengers, on behalf of Urgent Wasmet Faber and Mango Air Virtual, we welcome you here on the channel. My name is Schroeder and I am the customer service assistant slave. Please put your seat in a comfortable position and turn your attention to the lower right corner of the YouTube video player, where you will find a small tab at the second position from the left to activate the subtitles in English by clicking the little index card. We kindly ask you to do this now, if necessary, because all further nonsense will be in German. Mango Air Virtual, Urgent Wasmet Faber, welcome aboard. Hi und herzlich willkommen zur Folge 9 von Incredibly Refined Counts. Ja, wir sind kurz davor, den nächsten Teil des Trenches auszugraben und zwar mit 4 Turtles gleichzeitig. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und weiter geht's. Gut, glücklicherweise klappt der auch. Es fehlt nur noch der. Das war so klar. Wieso hat der nur 2000 Fuel? Der hat viel zu wenig. Ist egal, ich hol was. Während die anderen drei schon mal loslegen. Oh, und ich sehe Diamanten da hinten. Hoppla, was willst du denn? Ah, das werden unsere ersten Slime-Balls. So, dann geben wir dir am Turtle mal Fuel. So, kann der auch starten. Wir haben nichts mehr zu tun und können in Ruhe gucken. Hier unten muss ich ein bisschen aufpassen mit den invertierten Quarries. Das hatte ich irgendwie zwischenzeitlich vergessen. Hier gibt es dann relativ schnell Bedarf für relativ viel Licht. So. So sollte das einigermaßen funktionieren. Ich habe schon Diamanten gesehen, dem gehen wir mal auf den Grund. Sind die bei dir? Ja, 4 Stück. Okay, sehr cool. Und nochmal 4 Stück, noch cooler. Ist das schon die letzte Wand? Ja. Cool, dann können wir hier auch... Und die Turtles, um mal live bei der Arbeit zu gucken, hier aus der Nähe. So, ich war kurz oben, um mein Bett runterzuholen. Mir gerade auffiel, dass ich noch keinen Plan habe. Dafür, wenn es plötzlich Nacht wird. Das Problem mit invertierten Quarries ist halt einfach, also es gibt einige, aber eins davon ist halt einfach, dass der Gravel runterfällt. Oder alles, was fallen kann, halt auch runterfällt. Deswegen nutze ich die nicht so gerne. Aber ein invertierter Quarry war jetzt einfach die beste Lösung, um um nicht jedes Mal wechseln zu müssen zwischen den Richtungen. Wenn ich das jetzt beides gleichzeitig gemacht hätte mit jeweils 2 Turtles, hätte ich mich ständig umdrehen müssen. So, das ist absolut verrückt, der Speed. Wir sind jetzt auf Y48, heißt, das waren 47 Y-Level in 30 Minuten. Okay. So, wir gehen ein bisschen aufräumen und gucken uns mal an, wo Y-Level 95 eigentlich ist. 91, das heißt 95 ist hier irgendwo. Das heißt, wir machen die mal hübsch per Vein meiner Blatt.
Das hier vorne ist übrigens die Wasserfläche, von der ein großer Teil im Perimeter ist. Und den Teil müssen wir definitiv irgendwie trockenlegen. So, völlig verrückt von der Zeit her. Drei Turtles von vier sind fertig und es war knapp über eine Stunde. Wow. Tatsächlich wow. Damit kann ich richtig gut arbeiten. Wir gucken gleich mal, wie das auf der Karte aussieht. So. Oh, warte mal, ich muss mal die da unten die Torches prüfen. Ich weiß, da müssen wir den Weg gleich nochmal machen, egal. Aber die Torches sind alle an den Wänden. Wieso landet hier wieder so viel Stein? Ah, ich hätte es anders machen müssen, hätte es blacklisten müssen. Okay. Aber so lernt man. Das ist genau der Punkt. So lernt man Sachen. Deswegen machen wir das nicht manuell. Weil das absolut zeitfüllend ist. Jawohl. So, ich habe eine Idee. Und das, was man machen kann, beziehungsweise das, was ich mache, ist relativ easy. Hier ein Filter. Hier müsste eigentlich ein besserer Filter hin. Ist das auch mit Invar? Warum machen wir das denn nicht? Moment. So, und der kann jetzt immerhin 6 und das ist schon mal ganz gut. So. Hier ist definitiv Cobble drin. Gravel, Dirt, Clay. So, dann gucken wir doch mal. Also. Gut, hier ist immer noch Dirt. Das ignorieren wir mal. Bone Blocks en masse kannte ich schon. Gold, Silber jeweils. Silber ist ein bisschen mehr, aber ansonsten nur ein bisschen Kupfer. 8 Diamanten immerhin. 36 Redstone, einen Haufen Clay, Haufen Tempelmarble und einen Haufen Steine verschiedener Art. Gut. Okay, so, es wird langsam dunkel. Hier ist noch mehr Clay, ein bisschen Zinn. Das greife ich mir auch direkt und hier oben ist nichts drin. Okay. So, lass mal gucken, wie das auf der Karte aussieht. Wir haben jetzt 3 Chunks von keine Ahnung wie vielen. Aber immerhin, was ich vollkommen ignoriert habe, das hier, das ist eine besondere Formation, die ich, die in diesem Modpack vorkommt. Die ist super selten, die kommt einmal alle, keine Ahnung wie viele Chunks vor, deswegen gucken wir uns die jetzt nochmal eben an. Wir haben hier eine Hülle aus Hardened Netherrack und haben innerhalb dieser Hülle verschiedene Silent Gems. Und das Ganze wirkt auf mich wie eine Kugel, die wir jetzt von der Seite sozusagen offen sehen. Also da können wir echt, echt krass Glück gehabt. Deswegen holen wir uns das ganze Zeug jetzt auch. Wow, Moonstone. Keine Ahnung, was hier alles drin ist. Hard Netherrack? Wow, okay. Also ich krieg sowieso nur die... Es ist interessant und relativ cheaty, dass die Turtles damit kein Problem haben. Aber ich habe definitiv ein Problem damit, das abzubauen. Nicht die richtige Axt dafür. Wobei ich da nicht genau weiß, was ich da noch anschaffen muss. Aber gut, egal, finden wir raus. So.